Willkommen, abonnieren Sie den Kanal, um die schnellsten Nachrichten des Tages zu erhalten. Was geht eigentlich wirklich in der Garderobe von Helene Fischer ab? Ein Insider packt aus. Helene Fischer ist back. Anfang kehrt sie für das Snooken Air auf der kleinen Scheidegg, Schweiz, zurück auf die Bühne. Eine echte Sensation. Denn eigentlich befindet sich die Schlagerqueen gerade in ihrer wohlverdienten Auszeit. Das Engagement kam dank persönlicher Beziehungen zum Umfeld von Helene Fischer zustande, erzählt Direktor Urs Kessler jetzt gegenüber Schweizer Illustrierte CH. Insider lüftet das Geheimnis aus Helene Fischers Backstage-Bereich. Helene hat bereits ihre Wünsche für den Backstage-Bereich an den Veranstalter geschickt. Doch wer jetzt denkt, dass die Liste endlos lang ist, liegt so richtig falsch. Ihre Wünsche bewegen sich im üblichen Rahmen, wie jene anderer Künstler, verrät Urs Kessler. Jedoch lässt es sich der Veranstalter nicht nehmen, für Helene eine ganz besondere Garderobe herzurichten. Die Schlagersängerin darf es sich vor ihrem Auftritt in einem alten Eisenbahnwagen gemütlich machen. Zum Trinken gibt es Mineralwasser, Bier, Wein und Champagner. Außerdem Zopf und Käse als Snack. Das lässt sich definitiv aushalten. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Sehen Sie sich das folgende Video an.